Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Meeting 2.de Prios. Ja, ich habe ein bisschen Notizen gefarmt für X4C und Vasopilami. Das Ganze ein bisschen aufgenommen und werde jetzt schauen, wie ich das so ein bisschen zusammenschneide, je nachdem, wie lange ich laber und so weiter. Ich bin leider ein bisschen krank geworden, habe so ein bisschen Probleme mit Hals und Lunge, keine Ahnung. Alter Fall, ich bin irgendwie momentan nicht so ganz fit, aber das wird sich jetzt bald wieder ändern, aber da reden wir irgendwann mal anders drüber in Let's Play oder so. Ja, wie gesagt, ich farm halt gerade so ein paar Notizen, ich muss auch ein paar Notizen auf Vorrat farmen, weil Vasopilami braucht jetzt nicht mehr unbedingt sehr viele Notizen und ja, mit X4C will ich halt selber nicht wirklich farmen, weil, naja, ihr wisst schon, Bogenlinie und so. Könnte den zwar Dolche anziehen, aber sorry, hab halt noch keine oder keine mehr, besser gesagt. Und dementsprechend farm ich einfach mal mit Vasopilami so ein bisschen vor. Und ja, ich wollte so zwei, drei kleine Sachen ansprechen, und zwar Streams. Ich habe vor, vielleicht morgen wieder einen Stream zu starten, ich weiß es noch nicht ganz genau, dann aber eher gegen Abend und so weiter. Und ja, dementsprechend werden wir da mal gucken. Ich wollte sowieso mal fragen, also so Streams und so weiter, will ich ein bisschen mehr drauf eingehen, weil es einfach mega viel Spaß macht, so wirklich live mit den Leuten ein bisschen zu schreiben und Fragen zu beantworten und so weiter. Deswegen bin ich gerade auch bei, mir eine bessere Internetleitung zu besorgen. Das dauert jetzt aber noch so ein bisschen, weil wir noch einen Vertrag bei der Telekom haben. Deswegen müssen wir da nur so ein bisschen warten und ja. Leider ist das so. Hätte ich mir auch anders gewünscht. Wir haben jetzt auch dann, naja, wie soll man das sagen, eine scheiß Flatrate bekommen bei einem anderen Anbieter. Allerdings dann 100k, aber halt so eine Flatrate, so eine richtige Flatrate wie beim Handy. Und ja, meine Mutter hat das einfach abgeschlossen, so fürs ganze Haus, ohne mich mal zu fragen oder so. Und ja, müssen wir mal gucken, wie geil das wird. Aber auf jeden Fall 100k. Das heißt, man kann die Stream-Qualität dann auch so ein bisschen hochschrauben. Ihr wisst ja, bei mir ist das momentan noch nicht so krass. Ich habe halt nur 16k. Und ihr wisst ja, 16k ist ja dann nicht unbedingt 16k. Und ja, dementsprechend habe ich auf jeden Fall da Bock, das so ein bisschen zu optimieren. Das wird es dann auch die nächste Zeit sein. Aber wie gesagt, ich muss noch ein bisschen warten, bis dann die Leitung kommt und so. Aber bis dahin werde ich auf jeden Fall weiter streamen. Ich meine, so kacke war die Stream-Qualität ja auch nicht. Und dabei kommt es ja auch beim Stream gar nicht so an, denke ich, ne? Das ist einfach live so ein bisschen interagieren mit den Leuten. Habe ich Bock drauf und werde ich demnächst auch weitermachen. Sorry, Leute, ey. Alter Falter. Obwohl, mittlerweile geht's. Heute Morgen war ein bisschen schlimmer, da habe ich gedacht, okay, Alter, das wird ein scheiß Tag. Das wird ein scheiß Tag, aber was soll's so. So, ich wollte noch eine andere Sache ansprechen, und zwar, Alter Falter, es denken momentan, oder reden wir erst woanders drüber so. Vorgestern kam das Lied raus. Mit Cranky Capone, Diss und so. Und Leute, ey, nehmt doch sowas bitte nicht zu ernst. So, das haben richtig viele Leute richtig verstanden. So einfach nur eine Spaßaktion. Ich habe nie im Leben gesagt, dass es gut klingt oder sonst irgendwas, ne? Das war kompletter Trash, aber darum ging's ja. Wollte mich einfach so ein bisschen blamieren und die Leute unterhalten, so, weißt du? Wenn die Leute sagen, haha, das war witzig, geil, so soll's sein. Und wenn die Leute sagen, oh mein Gott, was ist das denn, bla bla, dann, naja, wenn man es so sieht. Wenn die Leute drüber reden, ist es ja auch irgendwo Unterhaltung und dann hat sich's irgendwo auch gelohnt, so aus meiner Sicht. Also wie gesagt, ich wollte mich da einfach so ein bisschen blamieren und so eine Spaßsache draus machen. Wie gesagt, nimm das nicht zu ernst und, ne, wisst ihr Bescheid. Das war einfach nur so ein Spaßding, aber, ich habe halt vor, ein bisschen mehr Arbeit in meine Videos jetzt momentan reinzustecken. Ich habe ja, wie gesagt, andere Formate vor und so, Formate mit anderen YouTubern, aber ich habe auch vor, so sonntags dann immer so ein Special-Video rauszubringen, sowas wie der Song jetzt letztens, aber ich will auch andere Videos machen, wo ich so
Halt so ein bisschen mehr Aufwand reinstecke, wisst ihr. Hab mir zum Beispiel mal überlegt, so ein Serien-Video zu machen, so meine Top-Serien, die ich dann so ein bisschen beschreibe und so weiter. Und euch dann einfach mal so sage, so und so ist die. Und das ist meine Top 10, sowas zum Beispiel, ne? Also, ganz schlicht Videos eigentlich, aber halt ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt und werde, denke ich mal, recht cool sein. Das will ich dann halt immer sonntags bringen und sonst dann halt immer die Let's Plays und soll halt auch nichts sein, was so notgedrungen irgendwo, ja, was mit Gaming zu tun hat. So, dann, ich bin langsam so bei den 10.000 Abonnenten angekommen. Eigentlich wäre ich da, glaube ich, schon so fast gewesen. Aber YouTube hat ein paar inaktive Accounts gelöscht. Das heißt, bei mir sind, glaube ich, 250 oder so weggekommen. Und ja, dementsprechend werde ich die dann auf jeden Fall noch sammeln. Ich meine, hat ja auch irgendwo seinen Sinn, ne? Dass dann die 250 da weg sind. Das ist ja gar kein Ding. Aber das gibt mir jetzt natürlich auch so ein bisschen Zeit, da noch ein bisschen mehr Zeit in die Abo-Specials oder so zu stecken. Und da ist was Cooles geplant. Der Thorsten hat mir auch schon so ein paar Sachen, sagen wir mal, angekündigt. Also wir sammeln da momentan echt Aufnahmen und so weiter. Und ich sag bewusst wir, weil ich dabei Hilfe bekomme, damit das umso geiler wird. Also fürs 10K-Special, da will ich echt was raushauen. Und ich denke, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht so schnell geht. Aber, ja, schauen wir einfach mal. Das Ding ist, auch wenn es wahrscheinlich nicht so bewusst ist bei YouTube, aber wenn man so Abonnenten abgezogen bekommt, dann ist man in YouTube-Algorithmus so ein bisschen niedriger eingerankt, sage ich mal. Und je nachdem, wie viele das sind, bist du dann als YouTuber natürlich ganz unten eingeschränkt. Und momentan mache ich jetzt nur noch irgendwie so 2-3 Abonnenten oder so am Tag. Vor diesem Ding habe ich 10 bis 11 gemacht oder so. Oder manchmal sogar 20. Also das ist dann manchmal schon so ein bisschen ärgerlich, aber eigentlich kann man sich nicht beschweren. Inaktive Accounts können halt weg sein und so. Das ist gar kein Problem. Alter Falter, ich gehe gleich pennen, aber sowas von. Dann wollte ich noch eine Sache ansprechen, Leute. Ihr wisst ja momentan, ich versuche echt Leute zu unterstützen. So, ich, da war ich übrigens in der Wand eingebackt, da konnte ich nicht raus, da musste ich mich mit dem Tele-Otto-Ring wegporten, weil ich da nicht rausgekommen bin. Konnte in der Wand laufen, aber nicht mehr raus. So. Ja, wie gesagt, ich supporte halt momentan viele Leute und so. Und ja, das mit Big Boy, das fand ich jetzt schon irgendwo krass und Arsch. Und dann auch noch offen zugeben, so, ja, war nur wegen Geld und dann 10 Euro, Leute, ey. Für 10 Euro verrät man seine Freunde und so. Fand ich halt nicht so cool, hat mich ehrlich gesagt auch ziemlich getroffen, weil, ja, ich mach das Ganze ja quasi, um die Leute halt so ein bisschen aufzubauen. Ich wusste halt, okay, das ist so jemand, den muss man mal unter die Arme greifen, dann macht er da auch seine Sachen so und, ja, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, ist halt ziemlich schade und hat mich, wie gesagt, auch getroffen. Aber so, was soll's. Ich habe jetzt mit niemandem Beef oder sonst irgendwas. Nicht mit Big Boy, nicht mit Stanny oder so, auch wenn das Leute denken. Ja, er hat auch bei mir Zuschauer abgegriffen und ist dann Richtung P-Server-Szene gegangen. Fand ich auch nicht cool, aber deswegen habe ich kein Beef mit jemandem. So, ich bin jetzt auch nicht cool mit denen oder so. Big Boy sowieso nicht mehr. Weil das war schon ein bisschen was anderes als zum Beispiel bei Stanley oder so. Aber böse bin ich niemanden. Ich werde niemanden beefen oder irgendwie in meinen Videos sagen, ja, der und der ist Arsch oder so. Nee, Leute, so bin ich nicht, das wisst ihr. Und so werde ich auch nie sein. Und diese Promo-Sache, die mache ich ja eigentlich nur, weil ich momentan so die Community ein bisschen stärken will. Ich möchte halt, dass die Community wieder so wird, dass wir alle zusammen Spaß haben und nicht, dass da irgendwelche Einzelne sind, die sagen, ich bin der Geilste, ich bin der Beste und ja, versuchen dann irgendwie den Leuten irgendwie den Spielspaß zu versauen oder sonst irgendwas, was halt momentan so die Sache ist. Und das ist nicht cool. So,
irgendwo, wie gesagt, ich promote die Leute, um wieder Spaß in der Community zu haben, was momentan, denke ich, nicht so gegeben ist. Ist schade drum. Aber ich würde sagen, das war's für dieses Video. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Bis denne. Grüße, Fossi.